Perfekt! Bücher rein! Es geht voran! Auch wenn das jetzt teuer war. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuer. Au. Das Gebäude ist ausgebaut. Komm schon. Es geht schneller. Das muss man, was brauchen wir dafür? Geld, Holz und Stein. Gut. Scheiß auf Lehm. Lehm ist keine Devise mehr. Wenn's denn sein muss. Das sind alle, die in der Lage sind, dahin zu gehen. Fünf. Können wir einen von abziehen? Nichts lieber als das. Und. Ja. Ihr könnt auch noch. Sicher das. Wird erledigt. Irgendwie muss es doch gehen. Wir können wirklich ich nicht so ja, wenig Leute dass daran. Hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay, Robert, sind wir auch mal zur Seite. Die das nicht können, werden auf jeden Fall gleich einfach weiter Stahl hacken. Ihr macht weiter aber mit dem gern. Sie schabbert. Jupp. Macht den Baum einfach weg. Dann geht das schon okay. Alles klar, würde ich sagen. Wird erledigt. So. Geschafft. Perfekt. Endlich. Oh. Komm schon. Wir haben es endlich fast geschafft. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wehe, jetzt brechen noch einfach mal ganz schnell noch drei weitere Gebäude ein. Dann bin ich aber beleidigt. Und zu einem höchsten Maße. Es ist Zahltag. Los.
Komm! Wie ist falsch positioniert? Das Gebäude. Inos segne dich. Durch den Wiederaufbau des Tempels ist das Gleichgewicht zwischen Inos und Belia wiederhergestellt. Toll. Du hast 100 Erfahrungspunkte erhalten. Komm doch mal zu mir, es gibt noch was Wichtiges zu besprechen. Und wieder kommt wieder mit den beschissenen Verhaltensregeln an. In Ordnung. Ja, ja. Auf zu ihm. Wie ihr wollt. Wachtmeister ja, Schubert. Sehr wohl. Ja, mein Lord. Gut. Ja, mein Lord. Wie sehr hast du deine Sache gut gemacht? Leider kann ich dir das Gleiche nicht. Das Gelände nicht länger überlassen. Es gehört den Feuermagiern und dient ihnen als Forschungsgelände. Oh. Ich werde die verbrauchten Ressourcen wieder auffrischen und das Gelände wieder in den Urzustand zurückversetzen. Ich kann nur hoffen, dass die Feuermagier von der ganzen Aktion nichts mitbekommen haben. Ihre Strafe wäre fürchterlich. Was, ein Urzustand? Alles wieder weggeplättet? Und Ressourcen wieder aufgefrischt? Okay, wenn man das kann. Ich muss daher leider deine gesammelten Ressourcen konfiszieren. Das Gold kannst du meinetwegen behalten. Danke, zumindest etwas. Wir hätten die Steuern noch drehen sollen. Wir stehen in deiner Schuld und daher obendrauf noch 10.000 Taler auf der Staatskasse für deine hervorragende Arbeit. Okay. Verplemperst nicht, leiste nicht, du hast im Moment keine weiteren Einnahmenquelle. Und nun werde ich dir verraten, wie du eine Audienz bei Lord Hagen bekommen kannst. Du wirst bei Lord Hagen nur vorgelassen, wenn du 5 Fürsprecher vorweisen kannst und ein Handwerk erlernt hast. Toll. Wo finde ich Fürsprecher? Bei wem kann ich ein Handwerk erlernen? Schau dich in der Stadt um, sprich mit den Leuten, erfülle ihre Wünsche, leck ihre Stiefel, tu alles, was sie wollen. Und was mit den brennenden Gebäuden? Kümmere dich darum, die können unsere Arbeit erledigen. Unsere Arbeiter erledigen. Ein neuer Auftrag. So, Kollege. Ja, mein Lord. Bergmann, ich habe dein Gebäude aufgebaut. Ich muss zu Lord Hagen. Könnt ihr mir dabei helfen? Dazu brauchst du 5 Leute, die für dich bürgen und musst ein Handwerk gelernt haben. Sag es, Fremder. Bist du ein gläubiger Mensch? Vom ganzen Herzen, Meister Torben. Dann hol dir den Segen von Obersten Wassermager Vatras und vom Obersten Feuermager Pyrokar. Wenn du den Segen bei der Magie hast und es deine Zeit erlaubt, komm wieder zu mir. In Ordnung. In Ordnung. Ich danke euch, Meister Torben. Wir sehen uns später. Es ist Zahltag. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Beweise, dass dein Held streng gläubig ist und hole dir zu den Segen von Obersten Wassermager Vatras und vom Obersten Feuermager Pyroka. Wenn du den Segen bei der Magier hast, schick deinen Helden zum Ritterturnier. Dieses Turnier findet nur einmal im Jahr statt. Gegen einen geringen Wetteinsatz kann dein Held auf den Ritter seiner Wahl setzen. Gewinnt der Ritter seiner Wahl, bekommt dein Held als Gewinn den doppelten Wetteinsatz zurück. In Ordnung. Sehr wohl. Sehr wohl. Ja, mein Lord. Gut. Ja. In Ordnung. Gut. Okay. Ich wollte schon auf M drücken und ich wollte schon auf meine Hand auf die WSD-Tastatur legen. Auf die WSD-Steuerung legen. Das ist unglaublich. Ja. Gut. Wie ihr wollt. Ja. Ja, mein Lord. Wo sind sie, Magier? Wie ihr wünscht, mein Herr. Das ist die Frage. Ja. Wir können erstmal zum Enos-Tempel gehen. Ja. Ja. Willst du die Predigt von Vatras über die Entstehung der Welt lauschen? Das fehlt gerade noch. Ja, komm, lass hören. Lass hören. Aber das Licht war eine Qual für Belia.
Alles, was der gütige Gott Innos erschuf, wurde vom dunklen Gott Belia wieder zerstört. Adanos aber sah, dass so nicht sein konnte. Kein Licht und keine Dunkelheit. So stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Doch es gelang ihm nicht. Die Leute scheinen sehr interessiert zu sein. Dort, wo Adanos stand, war ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. An diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. So ward das Meer erschaffen. Das Meer gab das Land frei. Es entstanden alle Wesen. Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe, Blindenhunde wie Schafe. Zuletzt entstand der Mensch. Adanos Gefühl, was entstanden war. Er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. So groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier wählte. Belia sprach zu ihm und das Tier ward ihm untertan. Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf dass er das Land zerstöre. Oh. Innos sah, was geschehen war. Er betrat das Land und erwählte den Menschen. Innos sprach zu ihm und der Mensch ward ihm untertan. Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf dass er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Das heißt, wir müssen so viele Tiere töten wie möglich. Belia sprach zu einem weiteren Wesen, aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Adanos überkam eine tiefe Trauer und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig. So soll es sein, aber der Mensch und das Tier führen Krieg auf dem Land Adanos. Und der Zorn der Götter war mit ihnen. Der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren und er bat Innos, den Menschen seine göttliche Macht zu nehmen. Innos in seiner Weisheit tat es. Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Welches Tier das? Der Pottwal oder? Und so bat er Innos, jeden Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf dass er sie den Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückkehren solle. Und Innos in seiner Weisheit tat es. Aha. Hö! Bischof! In Ordnung, wir... Komm näher, mein Sohn, was bedrückt dich? Ich habe eine wichtige Botschaft für Lord Hagen. Eine wichtige Botschaft? Von wem? Von Xardas. Die Botschaft ist für Lord Hagen. Und wir dürfen eigentlich niemandem sagen, dass sie von Xardas ist. Meine Fresse. Der Dämonenbeschwörer erlebt also noch. Eine dunkle Bedrohung sammelt sich im Minental und wird in Kürze Kornis angreifen. Woher kommst du? Ich kenne dich nicht. Ein ehemaliger Gefangener aus der Barriere. Ich fasse zusammen. Du sagst, du bist ein ehemaliger Gefangener aus der Barriere. Xardas, der Dämonenbeschwörer, hatte dich geschickt, um uns zu warnen. Eine dunkle Bedrohung würde sich im Minental versammeln, um Kurinis anzugreifen. Ja, das ist korrekt, soweit. Aber warum haben wir verpetzt, dass es Xardas war? Das durften wir doch gar nicht. Das klingt alles recht unwahrscheinlich, aber ich kann in deinen Augen keine Lüge erkennen. Ich muss zu Lord Hagen. Für eine Audienz bei Lord Hagen brauchst du 5 Bürgen. Außerdem musst du ein Handwerk erlernen, um als Bürger hier in der Stadt anerkannt zu werden. Ich habe einen Brief für den obersten Wassermagier Vatras. Seid ihr das? Ja, gib ihn mir. Oh, eine wichtige Botschaft von Ari. Vielen Dank, und damit hast du schon jemanden, der für dich bürgt. Mich. Ah, toll. Wo finden sich weitere Bürgen? Schau dich nicht um, sprich mit den Leuten, der viele ihre Wünsche. Ja, leck ihre Stiefel und tu alles, was sie von dir wünschen. Ich bitte um euren Segen.
Das gefällt mir. Um das Gleichgewicht der Götter zwischen Gut und Böse zu wahren, brauchst du allerdings den Segen beider Götter. Ich kann dir nur den Segen des gütigen Gottes geben. Und wenn du meiner Predigt zugehört hast, wirst du seinen Namen kennen. Entweder war es jetzt Adonis oder Innos. Ich gehe erstmal mit Innos. Richtig, junger Mann. Segne dich im Namen des Gottes Innos. Hole dir nur noch den Segen des obersten Feuermagiers Pyroka. Er ist für Fragen zuständig, die den dunklen Gott Belia betreffen. Gut, machen wir. Wo finde ich den obersten Feuermagier Pyroka? Wenn er sich nicht gerade im Kloster der Feuermagier befindet, hält er sich vorwiegend beim Osttor auf. Als ich Ari traf, sprach sie von einer geheimen Organisation, dem Ring des Wassers. Ich möchte dieser Organisation beitreten. Könnt ihr mir dabei helfen? Ja, könnte ich. Um Mitglied werden zu können, muss man etwas Außergewöhnliches vollbracht haben. Gut. Was wäre denn etwas Außergewöhnliches? Kommt Zeit, kommt Rat. Das wird sich noch herausstellen. Ja. Wenn ich das richtig sehe, hat der Typ hier doch sowieso schon irgendwas Außergewöhnliches vollbracht. Er hat doch irgendwie den Schläfer oder sowas gebannt. Ja. Ich denke, das ist auf gar keinen Fall der Feuermagier. Ja, mein Lord. Ja. Hi. Seid ihr der Feuermagier Pyroka? Das ist unwahrscheinlich. Immerhin sehe ich kein Feuer. Ja, warum störst du mich bei meinen Experimenten hier am Osttor, wo ich die Wachen in Mitleidenschaft gezogen werde? Könnt ihr die vorübergehend mal einstellen? Ich habe eine Bitte, die deren Erfüllung wichtig für mich ist. Wenn es unbedingt sein muss, was kann ich für dich tun, mein Sohn? Ich bitte um euren Segen. Ah, das gefällt mir. Aber ohne eine kleine Spende in den Klingelbeutel... Ach, Gasgeier. Wie hoch wäre denn eine kleine Spende? Nun, es kommt drauf an, was du geben kannst. Lass mich mal schauen, was du hast, mein Sohn. Oh nein. Nein. In fremde Hosentasche rum. Oh, du bist ja vermögend, mein Sohn. 100 Goldtaler werden angebracht. Okay. Warum will der in unseren Hosentaschen rum? Vor allem, wie passen 10.000 Goldtaler in unsere Hosentaschen? Der hat wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ja, komm. Hier, 100. Im Namen Billias und des Feuermagier, unser Dank ist dir gewiss. Innos, den Gott der Güte, kennst du ja schon. Damit hast du das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse gewahrt. Damit das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse gewahrt bleibt, sollst du aber auch den Namen des Gottes der dunklen Seite kennen. Echt jetzt? Im Namen Belias? Und du solltest den Namen kennen? Ja, ich kenn... Also, wie lautet dein Name? Wie lautet Belias Name? Nicht Belias. Wie lautet Belias Name? Richtig, junger Mann. Ich segne dich im Namen des dunklen Gottes Belia. Damit hast du den Segen beider Götter. Was zum Geier? So hört sich den Namen. Wie ist Belias Name? Schau dir unbedingt das Ritterturnier an. Lohnt sich und gewinnen kann man da auch was. Mein Klingenbeutel würde sich jedenfalls freuen. Wo findet das Ritterturnier statt? Frag mal die Wache am Osttor. Halt! Wo sollst du denn gehen? Hier soll irgendwo ein Ritterturnier stattfinden. Könnt ihr mir sagen, wo?
Klar doch, eine Riesen-Gaudi. Das kann ich dir sagen. Wann findet wieder ein solches Turnier statt? Wenn ich mich nicht irre, heute. Verflucht, dann muss ich sofort das Tor für die Zuschauer öffnen. Und wenn ich nicht an meinem Posten gebunden wäre... Wir wünschen dir weiterhin viel Glück beim Wetten. Bei der Wette. Oh, ich nehme ja schon da 2 Stunden auf, nicht wahr? Dann sollte ich vielleicht langsam mal kurz nach, Moment, wir müssen die Heldenkamera verlassen. Dann müssen wir kurz eine Aufnahmepause machen. Immerhin muss ich noch ein bisschen schneiden, was rendern, damit heute und hochladen, damit heute überhaupt noch eine Folge rauskommen kann. Ansonsten müsst ihr noch einen Tag ohne leben und das wäre doch öde für euch. Hoffentlich. Ich hoffe mal, dass ihr nicht einfach Party macht, wenn keine Folge kommt. Und außerdem müsst ihr doch, glaube ich, Dragon Age danach direkt aufnehmen. Damit da auch eine Folge kommen kann. Im Max Payne habe ich ja noch 2 Folgen von vor der Reise. Und ja, verlassen. Wir können uns die Statistiken ansehen, die aber keinerlei Aussagen für uns treffen können. So gar keine Aussagen, außer die Ressourcen. Hier geht es ja nicht großartig um Zerstören oder Töten. Auch wenn wir ein bisschen was getötet haben und so einen der Leute verloren haben. Ruf bei den Gilden. Ja, scheinbar nicht. Das sind einfach die Statistiken, wie sie normal sind. Zurück! Und liebe Gemeinde, ich hoffe, ihr hattet wenigstens auf meinem Hören Spaß. Auch wenn das Kräutersammeln ein bisschen anstrengend war. Oh, Entschuldigung. Aber... Tja, ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet euren. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder bei Let's Play Siedler 5, das Erbe der Könige. User Maps, und zwar die Map Gothic Part 1 Korinis. Liebe Gemeinde, bis denn, viel Spaß noch und Cheerio.